Guten Morgen, guten Morgen. Wir befinden uns im Flughafen Las Palmas. Wir haben uns entschieden, kurze Ausflug machen und wir fliegen nach Fort Ventura für 3 Tage. Wir möchten auch diese Insel mal erkundigen. Wir waren auch da niemals und haben viele Videos gesehen, dass das sehr schön könnte sein. Und dann möchten wir das selber anschauen. Also wir fliegen mit Canaria Fly. Es gibt Binder. Und so interessant, dass gleichzeitig fliegen beide Fluggesellschaften am gleichen Zeit. Unser Flug ist das 29. Hier sieht man es hier. Port Ventura, Canaria Fly. Und gleichzeitig fliegt der Binder nach Port Ventura. So, schauen wir mal, wer erst dann kommt. Wenn Pilot ich wäre, natürlich kommen wir dann erst. Ja. Also, es geht weiter. Wir haben schon Sicherheitskontrolle vorbei. Und jetzt gehen wir einfach für mich Wasser kaufen. Kaffee haben wir auch schon erledigt. Und mehr darf ich mich nicht erlauben. Oder Thorsten möchte nicht und ich darf mir nicht. Weil es ist ein kleines Flugzeug. Und normalerweise mein Vestibularapparat ist nicht so stark. Und ich habe mir schon Tabletten gekauft, Reisetabletten, dass ich diesen Flug schaffe. Kurzer Flug, aber Vorbereitung ist groß. Also jetzt muss ich Wasser kaufen und Tabletten nehmen. 1 Stunde vor Abflug Minimum. Darum jetzt ist die Zeit. Da schon können wir sehen. Flugzeuge. Es ist ein bisschen bewölkt heute. Aber Turbulenzen haben wir geguckt schon bei App. Turbulenzen sind kleine, so gibt es ein bisschen, aber ganz kleine. Ich hoffe, es wird nicht so stark. Bei mir mit ganz kleinen Turbulenzen schon Probleme. So, da steht Binder, aber wir fliegen mit Canaria Fly. Sehen wir nichts noch, unsere kleine Flugzeug. Naja, werden wir noch sehen. Scheibe hier sehr schmutzig. Okay, unsere Reise beginnt. Wir gehen zu Ausgang A08. Von da startet unser nationaler Flug. Hier waren wir im 2021 in diesem Bereich einfach so spazieren gegangen. Wir waren nur fast allein, fast nur wir, zu zweit waren wir hier, war gar keine Leute. Flughafen war tot. Jetzt ist auch nicht so viel, weil es ist früh morgen, aber ja, trotzdem, man sieht hier Leute. Und Ausgang A ist unten. Also, jetzt gehen wir nach unten, weil da gehen die Leute zu Fuß. Bis zum Flugzeug. Das steht ganz nah vor dem Flughafengebäude. Naja, steht Busverbinder. Und jetzt sind wir da. Da steht schon unser Flugzeug. Canarias. Canarias Fly. Und dahin gehen wir zu Fuß bald. Herr Siegmund. Also wir sind drin. Flugzeug ist, ich sage so, 1/3 nur gefüllt. Und so sieht es bei uns da Fenster schon.
diese so zwei Plätze. Sí, sí. Ella se incluye la información de utilización de equipos electrónicos a bordo. Probamos las lean detenidamente y respeten las instrucciones de la tripulación, señales luminosas y carteles a bordo durante todo el vuelo. Por favor, mantengan las persianas de las ventanillas abiertas en despegue y aterrizaje. Muchas gracias por su atención y por favor, consúltenos si tiene alguna duda. Safety instructions and the information about the use of electronic devices on board are placed in the crew and signs or placards during the whole flight. Please, the window blinds have to be opened during takeoff and landing. Thank you for your attention, and if you have any questions, please let us know. Meine Güte, so laut, man. Also, wir sind auf Insel Teneriffa gelandet und ich habe Flug ganz gut überstanden. Huhuhu. Und wir freuen uns schon auf unsere neue Abenteuer. Tschüss. Flughafen ist ziemlich leer. Viel weniger. Viel weniger alles auf Gran Canaria als auf Gran Canaria. Könnten wir hier hochgehen? Ja. Und wohin weiter? Dahin. Что-то как-то komisch, ne? Also hier ist gar nichts los. Überhaupt. Alles so irgendwie leer. Natürlich alle fast mit Handgepäck, nur zwei junge Männer. So ein riesiger Flughafen und fast leer. Wahnsinn. Interessant. Jetzt suchen wir unsere Autovermieter, nehmen Auto und dann fahren wir los. Oder wahrscheinlich frühstücken noch. Danach fahren wir los. Jujuju. Kleine Küsschen im Kaffee.
Wir haben unsere Baguettes gegessen. Kaffee haben wir schon getrunken, so oft trinken wir Kaffee nicht. Aber Essen muss ein bisschen sein. Wir fahren jetzt zum Strand. Da irgendwo liegt im Süden. Wir müssen 2 Stunden fahren. Ja, schauen wir mal, was auf uns kommt.